schönen guten Morgen. Täglich grüßt das Murmeltier. Wieder Monte Grappa Massiv. Diesmal sind wir schon ein bisschen aufgeradelt. Wir sind beim Ristorante Al Covolo. Das ist unter dem Berg, wo wir am ersten Tag gefahren sind. Neuer Schrankpunkt, neues Glück. SD-Kartenfehler. Ja, geht weiter. Auf jeden Fall radeln wir die alte Militärstraße auf, wie gesagt, mit E-Bikes. Bis vor 5-6 Jahren mal gefahren. War relativ grob, gleich, was ich in den Kopf gehabt habe. Meistens werden die Straßen nicht besser. Dann geht's auf den Gipfel von Monte Grappa. Und die fahren steil durch. Hoffentlich fällt es gut aus. Wird schon ganz gut aus. Passt. Dann packen wir es auf. Okay. Und wir kugeln da auf. Den letzten beißen die Hunde. Man hört die Hunde einmal bellen. Uns hoffentlich nicht. Das ist voll schön zum Auffahren da. Oder? Ja. Was darfst du empfehlen mit dem Kulio-Motor? Ja, dann wird der Ruppi rechts nur im Umgelangen. Genau. Da sieht man, jetzt ist es ein bisschen ruppiger, das Ganze, und die Steine. Ah, mein E-Bike. Schnurrt man da rauf. Wenig. Sonne scheint mir entgegen. Vorne ist die Wicke schon. Die Straße, seht ihr es? Da muss ich mein Radl halten und die Kamera rum dran. Die mutiert langsam zu einem Single-Trail schon ein bisschen. Und was ein bisschen wachs ist, sind die Steine da. Also die Brecken, was da liegen. Die glauben ganz schön mal dumm. Mein E-Bike geht es ganz gut. Mit dem normalen Weg, sage ich, bis gefahren, war ein bisschen mehr zum Kämpfen. Ist schon gegangen, aber hat gepasst. Dass man da nach oben war. Gut, packen wir es an. Da wäre geschnauft. Nämlich Höhenluft. Wir sind kurz unter dem Gipfel, gell? Endlich. Ja, Schatz. Endlich, gell? Ja. Und so cool wie heute, haben wir echt nicht gehabt. Wir haben hier oben strahlenden Sonnenschein. Es ist so eine Fernsicht. Und unten sieht man da eh, da unten liegt der Dunst drinnen. Also komplette Dunstglocken. Schnee ist total griffig zum Fahren. Super einfach. Also besser wie ohne Schnee. Da redet man normal Rad aufgefahren wie mit den Skilifter, die da aufziehen. Und da oben ist jetzt schon das Monument, das große. Was man da sieht, da vorne, da. Oh, das Birn ein bisschen. Genau, wir haben jetzt noch ein Stück. Was werden das sein? 150 Meter, das ist echt zum Lachen. Akkumäßig habe ich nur 2 Striche von 5. Ich werde es ein bisschen sparen, weil die Gegenstiege brauchen noch was. Dann schalte ich an fast, oder? Weil das Loch ist dann wurscht. Und dann haben wir es echt geschafft. Ja. Super, los geht's. So, wir sind ja bis ganz aufgekommen und sind da jetzt auf dem Weg zum Fundament auf, oder? Zum Monument auf. Monument. Ja. Hübsch heiß da zum Gehen. Total angeschabt. Das wisst ihr, Monument herum, Radlverbot, also no Pitchy. Und unten auch bei Militäranlage aufpassen, ist mir nicht so. Wenn man jetzt Fuß auf, ist eh klar, ist ja eigentlich eher ein bisschen ein schlechter Aura, der Platz, was da rum passiert ist. Aussicht ist halt mega. Also ich habe es noch nie so gut gehabt da rum. Ich habe ein bisschen Nebel und so. Und unten sieht man ein bisschen den Dunst, Venetien. Und da richtig das ganze Monument herum. Also da drüben. Genau, da gehen wir jetzt mal. Österreich-Ungarn, genau. Hast du gerade gesagt. Also das sind da die ganzen Gräber, mehr oder weniger, wenn man dazu sagen kann. Es ist einfach nur krass. Also, wenn man sich das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Wenn man da vorstellt, dann kann man sich das auch nicht vorstellen. Also es ist wirklich, da fahren die Leute mit den Autos oder mit den Radeln oder gehen zu Fuß. Und wir sehen das alle aus toll, weil es einfach wunderschön herum ist. Aber was sie da mitgemacht haben, ist auch wirklich unvorstellbar. Also, ja, ruht in Frieden. Und da drüben ist dann die italienische Seite, da gehen wir dann auch noch um. Da drüben, man sieht es jetzt nicht so gut, waren die ganzen anderen Berge, was wir die letzten Tag gemacht haben. Schaut alles nicht so weit aus, wie es in Wirklichkeit ist. Und wir sind jetzt da eigentlich ganz herum. Das ist echt Wahnsinn. Mit alles Kanonen. Da drüben steht auch noch eine.
Also es sind riesen Teile, also echt abnormal. Und vor allem, wenn uns, ja, vor allem wenn uns die Geschichte dahinter weiß, ist es einfach. Ja. Googelt, da fahren wir ein bisschen im Internet nach, was, wie, wann, wo. Dann forscht es die Trails auch mit einem anderen Bedacht und da machen die oft Sinn, wenn man die Touren plant und so, wir machen das auch. Und das ist ja auf Mussolini sein Mist gewachsen, da oben das Ganze halt eher dann bauen lassen. Ja, aber trotzdem Samples sind Neoklassizismus als Baustil. Der Mensch, klar, das Gebäude riesig. Ja. Wirkt aber auch total irrsinniges Treffen. War damals die Zeit, Ja, ist echt lässig. Zum Beispiel sieht man jetzt so eine richtig original Kanone. Und wenn jemand den, also in Satur nachfährt, das wir bergauf geradelt sind, haben die alles mit der Hand aufziehen müssen. Die ganzen Kallenwege da. Wahnsinn! 2,7 Tonnen. Also nein, glaube ich. Doch, sieht man voll gut, ja. Okay. Und heißt das da, wirft die Kanone vor, was ist es? Wahnsinn, also riesen Teile. Und wenn man sich denkt, das ist der Auffahrtzahn, also ja, kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Sieht man Martin, wie riesig das im Vergleich. Also echt brutal. So, wir sind jetzt da ganz vorne und zwar ist es die ganze italienische Seite, also da vorne gehen die ganzen Gräber auch.